Kriegst noch eine Chance, Toto. Ja gut, aber wenn er jetzt nicht besser als King Jack Ace 8 suited ist, dann verstehe ich Morpheus gerade nicht. Das verstehe ich auch nicht. Acht Sechs hat er gehabt. Floppt hier ziemlich gut. Offsuit, 8-6 übrigens. Das ist natürlich eine Bomben... Hand-Selection hier von Morpheus. Vielleicht war es ein Missklick. Ich hoffe. Oder er macht so, ja, 8-6 spiele ich gerne. Offsuit. So, schauen wir mal, wer hier vorne ist erstmal. Big Scotty mit dem Draw. Oggy hat aber auch einen recht passablen Draw, ehrlich gesagt. Hat hier die 6, würde ihn die Straße machen. Sind ja auf jeden Fall... Nach der Bet von Arthur zwei Mann, die callen. Stefan am Button. King Jack. Jürgen Klopp. So. Schauen wir mal, was der Turn so bringt. Das ist ein Ass, also. Ja, das ist ein Ass. Two Pair. Aber jetzt auch. Two Pair bei König Arthur. Flush Draw bei Onion. Mit dem Treffer. Onion Sekulac. Shekularac. Shekularac. Sheku. Naja, den bringe ich jetzt nicht. Ja, das würde ich dir auch raten. Ich glaube, ich weiß, was da kommen sollte. Das ist noch viel zu früh. Eine saftige Bet hier auf jeden Fall. So knapp zwei Drittel Pot hier von Arthur. Na gut. Der trifft jetzt zum ersten Mal seit gefühlt dem gesamten Stream. Ja, auch immer wieder. Arthur auch dabei. Jetzt will ich auch was dafür haben, denkt er sich. Scotty foldet weise. Ja, Oggi wird nicht folden. Oggi wird nicht folden, definitiv nicht. Auch noch in Position. Oggi muss hier 600 bringen. Kriegt ja ein bisschen mehr als 2-1. Hat hier 27% Equity. Sein 2-Pair ist halt tot. Straße mit 6 ist halt möglich. Wow. Und Arthur. Und Arthur runnt halt wirklich wie die Pest. All-in. Definitiv. Call. Wow. Oggi geht hier, Arthur geht hier halt vor Full Value und hat ihn halt nicht den Backdoor Flush gegeben. Ja, ist auch tricky, ne? Auf jeden Fall.